Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Valheim. Ja, wir sitzen hier auf diesem kleinen Ausguck irgendwo im Niemandsland. Da hinten ist, der Wurstkonkurrent quasi, der billige Abklatsch. Und da habe ich gerade gesehen, da haben wir noch ein bisschen Schwarzstahl vergessen. Aber, ja, unser Hauptaugenmerk sollte jetzt hier auf dieser Kiste liegen. Oh! Ja, warte mal, das nehmen wir doch gleich mit. Das auch. Und dafür müssen wir noch Platz machen. Ach, irgendwie ist ja auch nicht hier. So, jetzt geil, wir können alle mitnehmen. Ich glaube, wir müssen auch bald wieder. Ja, es ist ja nicht so weit. Es ist nicht so mega weit weg. Sehr schön. So. Die Welt speichert. Und wir machen uns weiter. So, jetzt wieder die große Frasche. Na, dann rennen wir mal hier so. Rennen wir zum Reiseportal. Da so. Und dann machen wir uns zumindest mal die Taschen leer. Keine Ahnung, ob wir schnell mal zurückspringen oder aber. Wir haben ja da auch eine Tasche am Start. Tasche. Wenn ich Tasche sage, dann meine ich natürlich Kiste. So. Oder eine Truhe. Wie ihr mögt. Hier sind wir. Nö. Das ist hier schon wieder ganz stinknormales Grasland da. Moltebeeren. Das ist irgendwie so krass quasi. Grasland hier, das einsteigerfreundliche. Hallo? Komische Geräusche. Das einsteigerfreundliche, das zart umschmeichelnde, wir haben dich Liebland quasi. Und hier direkt daneben, ich werde gejagt. Ach, Wölfchen. Ach, Wölfchen. Alter Schwede. Hoppala, so, was ist denn das hier? Alter Schwede, so ein bisschen mehr Ausdauer wäre natürlich nicht verkehrt. Wäre irgendwie nicht verkehrt, warte mal. Oh, schnell, nein, ah. Beste Entscheidung ever. Wirklich beste Entscheidung ever. Na tolle Wurst. Ah, Mann, hätte ich vielleicht noch ein paar Meter weiter rennen sollen. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt gewesen. Ich glaube, das wäre wirklich nicht verkehrt gewesen. Ah, ach, das hat sich alles gelohnt. Ach, ein bisschen muffig, ja. Riecht ein bisschen nach Moltebeeren. Aber, ja, ist Fußschmeicheln. Definitiv. Gemütlich 7. Hat man nicht vorhin gemütlich 8? Ich fühle mich gerade schon wieder ein bisschen verarscht. Was ist hier schon wieder los? Was ist, wo ist mein gemütlich 8? Naja, egal. So. Machen wir hier Hu und Ha. Ich glaube, das reicht, oder? Ich glaube, das reicht. Ich würde mal kurz probieren, einfach mal so rüber zu springen. Einfach mal so. Warte mal. Wir tanken noch mal kurz ein bisschen Hells auf. Ach, schön. Schön ist es. Wow, der Ausblick wird auch immer schöner, quasi. Mit dem ganzen Kram und Zeug, was wir jetzt hier alle gebaut haben. Was wir noch alle bauen müssen und werden, vor allen Dingen. Richtig muckelig hier. Die müsste ich eigentlich auch noch mal ausprobieren, ob wir hier nicht auch so eine Bratstange zusammen mit dem so einem Kessel irgendwie hier hinbauen können. Da können wir das Ding da draußen wieder abreißen. So richtig geil finde ich es nicht. So, wir haben überhaupt nichts dabei. Unser ganzer Kram, unser ganzes Zeug, das liegt alles hier drüben. So, ich hüpfe einfach mal rein und hoffe mal, dass wir. Ja, es ist doch. Wir werden wahrscheinlich richtig. Oh, keine Ahnung. Werden wir noch irgendwie gejagt oder so? Wir müssen da lang. So.
Aber eigentlich haben wir ja ganz gut aufgeräumt. Theoretisch sollte ja hier nicht mehr so viel Gekräuche und Gefläuche hier rumschwirren. Heißt also, wir könnten uns einfach so durchschleichen. Ist natürlich jetzt wieder gewagt. Sehr gewagt. Aber gut. Was haben wir zu verlieren? Außer ein paar Stats. So. Ich laufe mal hier lang. So. Nicht, dass wir dann hier schon wieder ein Deskiku quasi am Hintern zu kleben haben. So. Oh, guten Tag. Hoppala. Ja, eigentlich wollte ich über ihn rüberspringen, ganz dumm dreist. So. Der ist jetzt quasi hinter uns her, oder? Ja, komm, da höre ich es doch schon wieder. Dreckig lachen. Da hinten schwirrt. Ist es ein Deskito? Was ist das da? Schawumpel! Guten Tag! Hüppa! So, ich muss da lang. Oh, da sind Skelette. Wir können den ja ein bisschen abschmieren. Hallo, guten Tag, ich habe ihm was mitgebracht. Tschüss! Macht den gut! Ach, das ist unser Grab! Ah, geil! Nichts besser als das. Da sind noch ein paar Wölfe. Wir tanken mal auf. Die Wölfe werden abgeschmiert an den Deskitos. Den haben wir weggelockt. Huppa! Alter, haut er rein! Wiedersehen! So, oder? Nein, nein, nein! Nein, 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 nein. Na komm, nur. Ich weiß, du bist verängstigt. Aber tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Es ist. Macht es gut! So, what the fuck, Alter. So. Hier ist ja wieder was los. Da haben wir hier wieder einen ganzen Trupp. Einen ganzen Trupp von grünen Arschkrampen. Ja, ist doch gut. Ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung, quasi. Wir können uns ja über alles unterhalten, während ich mich mit einem Pfeil bewaffnet quasi rückwärts bewege und auf euch schieße. Da können wir über alles reden. Über alles. Ist überhaupt kein Problem. So. Was ist denn da hinten los? Was ist das? Ach so. Ich bin doch in den... Ich ziehe mich jetzt erstmal richtig an. So, warte mal. Häusen. Wie renne ich denn hier überhaupt rum? Ohne Häusen, ohne irgendwas, ohne alles. Dann, wie sieht das aus? Den könnte ich noch hier brauchen. Ich habe meinen... Da hinten steckt noch quasi meine Harnisch in dem Grab. Das müsste ich nochmal kurz holen. So. Sonst hatte doch eigentlich halbwegs gut hingehauen. Wolfsfleisch. Das packen wir mal aus. Packen wir das ein. Dafür ziehen wir uns das an. Wolfsfleisch. Ich nehme mir das Wolfsfleisch mit. So, warte. Ausgezeichnet. Schweinefleisch, Wolfsfleisch. So, dann kann ich mir das da hinten hier noch nehmen. Habe ich Federn dabei? Ich habe Federn dabei. Halt still. So, warum hat denn jetzt hier der Aufklärungstrupp von den kleinen grünen Schätzchen... Ich will nicht immer Arschkrampen sagen. So, warum hat denn der jetzt aufgehört, irgendwie nach mir zu suchen? Warum? Was ist denn mit denen? Was ist mit denen? Das ist Phase. Und warum sind die Berserker so gut gegen die Deskitos? Verstehe nicht. So, hier ist noch ein Stachelchen. Ich wechsle mal. Guten Tag! Na? Na, wer wird gewinnen? Na? Oh, Gräuling gegen Todeskito. Das ist, ja. So, na komm ran. Na komm heran, Brutzelchen. Ja, ich weiß, du willst es doch quasi. 5, 6 Liter Blut willst du haben. Kriegst du aber nicht. So, hin fort mit dir. Dann könnten wir... Eigentlich könnten wir jetzt auch auf kürzestem Wege wieder zurück. Machen wir es einfach so. Laden wir uns mal aus. Und dann kann die Erkundungsreise schon wieder fortgehen. Fort. Weißt du, fort. Von wegen. Ja,
Oh, was ist denn hier los? Guten Tag, hallo. So. Spawnt der da einfach quasi und will mich schnetzeln. Hier ist was los. So, einfach nur geradeaus. Schöner Felsen. Cool. Nicht schlecht hier. Dann, wir sind ja eigentlich halbwegs unbekümmert quasi hergekommen. Also, wir können jetzt auch einfach Fersengeld geben. Und ich kann auch einfach mal... Hallo, guten Tag, ich habe gerade über Sie gesprochen. Kommt ran. So, gib mich. Sehr schön. Ich glaube, wir haben so viel Schwarzmetallschrott irgendwie, das reicht bis zum nächsten Spiel rein. Irgendwie, es ist, keine Ahnung. So. Müssten wir doch eigentlich... Ach, ich müsste hier auch nochmal irgendwie vorbei und nochmal ein bisschen... Edelholz mitnehmen. Wird jetzt unter seiner Achselhöhle durchgeschossen, oder was? So. Dankeschön. Da hinten ist auch schon wieder Action. So, den haben wir. Wo sind denn die... Danke fürs Speichern. Oder einfach nur fürs Ruckeln. Haben wir... Hallo? So ruhig irgendwie. Irgendwie kriegen die es gerade so gut hin. Ich habe keine Ahnung. Obwohl wir gestorben sind, fühle ich mich so halbwegs souverän hier. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie... Ach, schon ein bisschen... Ist ein bisschen komisch. So, da hinten waren wir ja. Da wäre jetzt auch echt nochmal die Frage, sind die da nachgewachsen? Ist da so ein Plünderungstrupp? Ist da irgendwie durch und hat sich gedacht, oh geil. Vakante Häuser. Wir ziehen da jetzt ein. Ist das so? Hallo? Holz, einfach nur Holz. Okay. Gut. Wir stellen keine Fragen. So. Einmal kurz das Metall abgelegt. Es wird auch immer mehr. Hallo? Ihr hört immer lachen. Sind's merkwürdig. Es sind hier einfach so ein Sample, was hier auf der Karte hier ist oder so. Und hat das eigentlich ja nichts damit zu tun, dass irgendwelche Wichtel in der Nähe sind? Wäre natürlich richtig bescheiden. Sagen wir mal bescheiden. Also woher soll ich denn wissen, ob ich denn jetzt wirklich irgendwelchen grünen Wichteln in die Arme laufe? Das ist immer ein bisschen problematisch. Ihr seht quasi das Dilemma, oder? Hm. So, habe ich... Ach, da ist wieder so ein Schädel am Start. Warum? Das ist so... Naja, egal. So, da müsste ich wirklich häufiger... Beziehungsweise besser irgendwie mal durch die Kisten durchstöbern. Hier haben wir noch ein bisschen Gold, da haben wir noch ein bisschen Gerstee. So, Leute, nee, haben wir nicht gesammelt. Gerste ist hier. Ausgezeichnet. So, die kommen da hinten in die Kiste rein. Fleisch, Pilzchen. So, Gedärme kommen hier oben rein. Keine Ahnung, ob wir das auch nochmal jemals wieder brauchen werden. Achso, oh. Ich hab ja noch Lachs. Quasi geilen Stremellachs. Mh. Ach, den guten. Nur den guten. So, dann haben wir noch ein bisschen Geld. Und ein bisschen Pelz. So, da kommt da auch noch rein. Und Bienenköniginnen. Ich glaube, wo waren die denn abgeblieben? Habe ich die beim Honig irgendwie? Ja, genau. Ja, da müssen die nicht vertrocknen und eingehen. Weißt du, dann können die sich immer... Können die sich hier immer ein lecker bisschen Honig reinziehen? Super geil. So, einmal alle durchrepariert. Ein paar Pfeile wären nicht verkehrt. So, gut, dass wir schon wieder alles ausgepackt hatten. Sehr schön. Machen wir einen normalen Stack. Einen normalen Stack und dann machen wir... Ja, das reicht. So, nochmal drei davon. So, noch einmal. Dann sind wir auch durch. Das alles schnell wieder reingeschmissen. Holzpfeil, Obsidian und das restliche Holz. Das können wir hier oben wieder reinschmeißen. So, ausgezeichnet. Ja, ist ja halbwegs in Ordnung. Ich würde den Frostner einfach nochmal mitnehmen.
Hätte ich eigentlich mal hier für die ganze Truppe hätte ich den mal nehmen sollen. Beziehungsweise für die Wölfe. Das wäre wahrscheinlich, ach naja, wäre wahrscheinlich klug gewesen. Da war immer so die Frage, das von, das gerade von mir zu verlangen. Es ist doch, hat er was ausgesprochen und Kluges gemacht. Ah, wow, ich bin so stolz auf ihn. Ich würde... Wir könnten ja mal hier dran vorbei, weißt du, da hinten. Die Lochse sind schon wieder da. Das ist wirklich Circle of Life hier. So, man kommt, bringt sie um und sie kommen immer wieder. So, halt schön still. Halt, das ist viel zu tief. Ich unterschätze das, wie weit er weg ist. Jo, ausgezeichnet. So, der liegt da, den kann ich mir später dann holen. So. Da drüben ist auch noch eine kleine Mistmade. So, hält er, bleibt er da? Ausgezeichnet. So, jetzt große Fragie für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft, da ist eine Sau. Niemand. Oder sie sind noch nicht gerendert. Und ich laufe jetzt gleich in so eine Patrouille rein. Das kann natürlich auch sein. Hier ist keiner. Da ist niemand. Was ist... Egal. So, die Kisten sind alle leer. Anscheinend war hier schon jemand. Anscheinend war hier schon jemand und hat hier einmal schön durchgehakt. So, hallo, Freund Blasius. Ja, sehr schön. Dann auch die Federn. So, und wir rennen mal so ein bisschen querfeld ein, würde ich sagen. Versuchen mal hier die Ebene so ein bisschen abzugrasen. So, ich könnte mal so, machen wir einfach ein bisschen mehr Ausdauer. Nicht ein bisschen mehr durch die Gegend rennen. Nicht so viel Hells, aber oh ja. Wenn wir uns geschickt anstellen, ja, mit der Betonung auf wenn, dann brauchen wir eigentlich auch nicht so viel hier. Nicht so viel. Außer wir werden wieder gejagt. Dann ist natürlich wieder ein bisschen käsig. Aber dann war es auch wieder nur die Ausdauer, die uns da wieder einen dicken, breiten, fetten, schwarzen Strich die Rechnung gemacht hat. So, noch mehr Lochse. Schön hier. So, mein Freund Blasius. Das funktioniert dann immer. Ich keine Ahnung. So. Aber oh, guten Tag, hallo. Ja, sehr schön. Oh, wieder mal ein bisschen Abwechslung hier, man. Und da kommen Sie ran. Was das immer soll, keine Ahnung. Weißt du, bist du so ein kleiner Schluffi irgendwie mit Kupferrüstung? Dann machen sie mal einen auf dicke Hose, ja? Warum kommst du hier an? Hast mal ein bisschen Geiles? Bisschen, das ist ja jetzt nicht Imba hier, aber ist schon fortgeschritten hier, was wir hier so mit uns rumschleppen. Aber kriegen die denn gleich irgendwie ein bisschen Muffen zu Hause, hab ich das Gefühl. Ist ein bisschen komisch. So, da hinten waren wir schon. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich würde jetzt hier mal Richtung Wichlerhausen aufbrechen, da hinten. Also beziehungsweise mal so halbwegs die Richtung. Dass wir dann da mal die Lücke stopfen können. So. Die Markierung ist fast weg. Hoffentlich, denke ich, meine ich. Keine Ahnung. So, hier könnten wir nochmal gucken. Für die Wissenschaft. Zumindest rennen ja auch nochmal ein paar Wichel rum. Doch, das ist doch mal ein... Ach, der Giftschaden haut ganz gut rein. Ich glaube, so ein, zwei Stufen mehr müsste der Bogen noch haben. Was ist denn der? Drei. Ist natürlich jetzt wieder die Frage, ob wir das überhaupt so hinkriegen. Es zieht einfach nur zu. So, haben wir hier... Hallo? Ist hier jemand... Hallo? Nicht. Tote Hose. Einfach tote Hose. Die Kiste.
In der Kiste ist ja gar nichts. Hier ist ja einer mit dem Staubsauger durchgegangen. Naja, das kennt man ja von mir quasi. Ich nehm einfach immer alles mit. Alles, weißt du? Ich lasse auch meine Großmutter, ja, die lasse ich auch hier. Nur damit ich noch ein Schwarzmetall. Damit ich nur noch ein Schwarzmetall mehr mitnehmen kann. Ist mir einerlei. Keine Ahnung. So, hier haben wir ja. Nö, hier haben wir wirklich alle mitgenommen. Sehr schön. So, da könnten wir uns jetzt mal wieder weiter hier in das unbekannte Gefilde aufmachen. Ah, und die große Fragie. Ist das da schon wieder die nächste Insel oder ist es hier diese Insel? Die Insel hat auch wirklich alles. Hallo? Wer weiß schon wieder... Die Insel hat aber wirklich alles. Berg, Dunkelwald, die hat Ebene und ohne Grasland. Es ist, warum wohnen wir nicht hier? Quasi. Wir könnten uns die ganzen Portale sparen, die ganze Hin- und Herrenne und so weiter. Da kommst du einfach draußen, du springst quasi aus deinem Bett, springst du quasi schon in den Schwarzmetall rein. Top. Oder ins Loks-Schnitzel. Mmh. Oh. Erst Loks-Schnitzel und dann... Alter, der Fehler haut aber auch rein. Es ist der Billigpfeil. Es ist der wunderbare, geile, sexy Billigpfeil. Oh ja. Oh, es ist nur ein bisschen Holz. So. Ich bin völlig begeistert. Wirklich völlig begeistert. Das werde ich mir überlegen. So, nicht wegen den Deskitos, mehr so wegen den Loxen. Nicht, dass wir hier wieder eine Stampede auslösen. Irgendwie, und dann rennen wir hier wieder eine halbe Stunde durch die Gegend und sehen ein bisschen bekloppt aus. Hallo, Freund Blasius. Vielleicht kann ich ja... Jo, ausgezeichnet. Vielleicht kann ich dem einen, ja, hier, da hätte ich ja natürlich auch ein bisschen Bock drauf. Ich hau dem einen mal hier richtig schön die Pfeile in den Arsch. Ich habe beide angelockt. Och, Manno. Was ist denn jetzt hier? Was ist denn hier los? Was machen die denn? So, erstmal einer, dann der andere. Die Pfeile fliegen möchten, wie sie wollen. Warum? Weil ich so nah jetzt hier am Dunkelwald dran bin? Oder woran liegt das jetzt? Na komm ran. Ja, alles schön. Alle. So. Mit den Pfeilen haben sie auch irgendwie komische Macht, habe ich das Gefühl. Man muss immer voll durchziehen, dass er dann wirklich auch dahin fliegt, wo man möchte. Also eigentlich wollte der, ich mochte eigentlich, dass der da in den Arsch geht, aber naja, das Leben ist kein Wunschkonzert. So. So, da einmal rein. Hier nochmal weiter. Sehr schön. Ja, ja, hier in meine Taschen. Die sind leider leer, die brauchen genau euch. So. Ja, jetzt hab dich nicht so. Ich weiß, ich bin hier eine Berühmtheit, aber ich bin ein Mensch, so wie du und ich quasi. Man kann sich mir auch nähern. So, komm ran hier. Geil Pelz, richtig cool. Oh, eine Loks-Trophäe, voll gut. So, sehr schön. Oh, guten Tag. Hallo. Ich hätte sie beinahe übersehen. Sie sind ja natürlich auch riesengroß und mächtig und schön und schmackhaft, aber manchmal, ich habe keine Ahnung. Habe ich so einen Tunnelblick. So, vielen Dank. Einmal bitte, ja, der letzte Furz. Ach, sehr schön. So, da einmal alles einsammeln. Ich glaube, den... Das ist eine große Frage, wa? Das ist wirklich die große Frage. So. Habe ich? Ja, habe ich. So, schön stillhalten. Na komm, dann holen wir uns den auch noch.
Ob jetzt nur wieder die Billigpfeile war? Ja, genau. Bei denen ist es dann doch ein bisschen interessanter, die besseren Pfeile zu haben. Es ist nicht so verkehrt. So, warte mal. Guck mal, was ist denn das hier? Komm ran hier. 80. Was war das jetzt gerade? So, irgendwie ist hier komisch. Irgendwie sind die ein bisschen. Irgendwie sind die ein bisschen buggy. So, ich möchte mich nicht beschweren. Aber es ist ein bisschen. Ein bisschen traurig ist es schon. So. Mamletski. Ach, komm mal, hauen wir uns die rein. Wo ist er jetzt hin? Toll. Jetzt habe ich. Jetzt ist er nach der. Ach, so, komm ran hier. Muss ich dir jetzt noch hinterherlaufen? Du bist kein Fastfood quasi, aber ich habe mich jetzt hier schon in die Schlange angestellt. Es ist doch irgendwie, keine Ahnung. So, guten Tag, hallo. Und der letzte. Sehr schön. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Du wirst bestimmt köstlich schmecken. Das ist ein bisschen, schlimm. So, keine Ahnung, irgendwie, das ist... einen sterbenden Loks zu sagen, ach, du schmeckst bestimmt gut, während er stirbt. Ja, so ein bisschen, fragwürdig, ja, naja. So ist das nun mal, weißt du? So ist das nun mal. Wenn man, nicht unbedingt am Ende der Nahrungskette steht, dann sieht man manchmal ein bisschen alt aus. So, hier hinten. Ich wechsel mal wieder kurz rum. Da haben wir nämlich ein paar schöne weiße Täubchen hier. Die könnte den ein oder anderen... Nee, der Kiel, den könnte ich schon gut gebrauchen. So, ausgezeichnet. Was ist da? Was ist das da? Was ist da? Es glänzt einfach nur. Okay, der Felsen glänzt mal. Okay, ja, gut, 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 gut. So, machen wir uns doch hier einfach mal weiter. Schön hier am Strande lang. Es regnet sowieso. Wir sind noch ein bisschen ausgeruht. Immerhin. Da hinten ist das nächste Dorf. Müssen wir eigentlich... Müssen wir das haben? Brauchen wir? Müssen wir haben? Wir können ja mal vorbeigehen. Vielleicht haben die noch ein bisschen Saatgut. Würde ich das noch mal ein bisschen... Noch mal ein bisschen aufstocken. Beziehungsweise einfach vielleicht noch mal ein Brot mehr machen oder zwei. So. Die einmal aus dem Weg geräumt. Ich sehe bis jetzt noch niemanden. Ich höre auch nichts. Also ihr schon gar nicht, aber weiß ich nicht, ob ich mich da so weit aus dem Fenster rauslehnen sollte, um zu sagen, irgendwie, ihr könnt mir da vertrauen. Total. Ich höre was, was ihr nicht hört. So, das könnt ihr mir ruhig glauben. Ich habe jetzt aber gerade schon wieder da eine kleine grüne Arschkrampe. So, der kriegt jetzt erstmal schön einen Pfeil in den Arsch. Der auch. Der auch. So, sehr schön. Der hat ja einen Stern. Das ist ja mega geil. So, machen wir doch mal. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Na, komm ran hier. Komm ran, nackter Wicht, du. Zeig mir nicht immer deine Arschkrampe. Ausdauer ist wirklich ein... Ist wirklich ein Traum. Ist wirklich ein Traum, ey. So, komm ran hier. Da unten lässt sich so scheiße kämpfen. Komm ran. Na, komm. Ja, komm, Gang. Komm, komm her. Ja, komm hier. Ich hab dich doch lieb. Aua! Was ist denn hier los? So. Und der letzte hier. Na komm. Ja. So, ausgezeichnet. Münzen hatten die auch am Start. Sehr schön. So, das nehmen wir uns mal schnell. Oh, das war wohl der mit dem Stern. So, dann hoffen wir mal, dass wir gleich so ein bisschen gesundeter sind. So, und wir sammeln mal den ganzen Kram hier ein. Oh, guten Tag. So. Das sage ich ziemlich häufig, wa?
Ach Mensch, ey, es ist so, ach keine Ahnung. Es, ja. So ist das Leben. Da war es schon wieder. Hier liegt auch noch ein bisschen was. Was ist das? Ach so, oh ja, voll gut. Kann ich auch sehr gut gebrauchen. Da hinten höre ich immer noch dreckig lachen. Eventuell hängt in der einen oder anderen. Mist, die Kack. Jetzt ist er leider aus dem. Den hat's. Ja. Der hat's leider entschärft. Huch. Das hätte ich irgendwie gedacht, sie laufen irgendwie in der anderen Richtung lang. Ich würde jetzt nochmal. So, gut, ja. Hat sich jetzt hier auch abgegessen. Der muss definitiv weg. Freund Blasius muss leider weg. Ich habe keine Ausdauer mehr. Es ist wieder. Ach, so ein Elend. Ach, so ein Elend immer. Gib Schubrakete. So. So, wie sieht das aus? Wie wollen wir das machen? Komm hier, du bist der Erste. Au. Aua. So, so schnell habe ich das Schild leider nicht oben. Das ist ein bisschen problematisch. Danke fürs Speichern. Ui, 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 ui. Ich laufe mal ein bisschen. Hier ist schön hier hinten. So. Mal ein bisschen. Ein bisschen laufen. Huch, 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 huch. Nee, 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 nee. Wenn das so viele sind, dann ist es immer ein bisschen oll. Es ist wirklich immer ein bisschen oll. So, einmal. Ja, kommt ran, ne? Wollen wir es mit Schwert? Wollen wir es mit dem Schwert machen? So, Nummer 1. Oder wollen wir mit einem Pfeil und Bogen machen? So, der ist weg. Zum Glück fallen sie nicht so hart im Rudel über einen her, sondern nur so ein bisschen. Ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Och, ist ein Traum. So, ich könnte auch mal wieder was spachteln. So, mal zwischen dem Kampf. Einfach mal Muttis Bärenmarmelade. Richtig schön reingeschlonzt. So, das hat gerade noch so gereicht. Ausgezeichnet. So, noch so einen geilen Loks rein. So, machen wir das einfach so. Da können wir ja ein bisschen einsammeln, uns ein bisschen regenerieren. Ach, schön. Ein bisschen. Fernweh quasi. In den Sternenhimmel blicken. Ach. So. Dann müssten wir jetzt den Schamanen erstmal aus dem Weg räumen. So. Und ich laufe da absichtlich hin. In der Hoffnung quasi, dass unser Held... Ja, 90, guck mal. Das lässt sich doch schon wieder angucken. So. Wo ist jetzt quasi... Wo ist jetzt der Wicht mit den drei Gehirnzellen? Steht er da? Man sieht es so schlecht. Man sieht es wirklich schlecht. Zumindest ist er tot quasi. Das ist jetzt auch schon mal... Gute Nachrichten, sehr, sehr gute Nachrichten. Da steht noch einer. Oh, der ist tot umgefallen. Der ist leider nicht tot umgefallen. So, und Pfeil und Bogen. Wir machen es mal so. Auf Wiedersehen. Dann einmal hier, einmal da. Münzen. Hatte der... Stimmt, ja, der war erstaunlich schwer umzubringen. Und tach. So, der ist weg. Da hinten. Oh. So, da hinten. Hier, da war doch noch einer. Ja, genau du, Freund Blasius. So, da sind auch noch irgendwelche. Da sind auch wirklich noch irgendwelche Deskitos. Da hinten kommt noch einer aus dem Busch rausgeschissen. Alter Schwede, was ist denn hier los? So viel Platz gibt's doch hier gar nicht. Das ist hier ein Sodom und Gomorra irgendwie. Die hängen doch wohl in ihrer kleinen Hütte bis da oben aufeinander oder so. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. So, ausgezeichnet. Vielen Dank. Es war Teamwork quasi.
Manchmal. Manchmal klappt es denn aber auch. So, ihr könnt immer noch so feist lachen hier. So. Oh, geil. Nehme ich gerne. Dankeschön, Dankeschön. Hier sind noch ein paar. Ach, schön. Ich könnte mich jetzt hier auch einfach mal ein bisschen gemütlich ausruhen. Ach, schön. Bringt das Gemütlichkeit hier? So, das ist. Nee, das brauche ich definitiv nicht. Die haben hier so ein bisschen Grabschändung betrieben. Verrückte Viecher. So, das ist. Ich nehme alles mit. Ich bin gleich voll. Was ist das denn? Ach, eine Schamanentrophäe. Ja. Ich hänge ja irgendwie nie so viele Trophäen auf. Ich weiß, ja. Asche auf mein Haupt. Bei mir könnte es deutlich geiler aussehen. Ich trage viel zu viel. Na tolle Wurst. Ich könnte das zum Beispiel ablegen und dafür das mitnehmen. Das ist aber immer noch zu viel. Was könnten wir rausschmeißen? Oder könnten wir noch was essen? Wie viel wiegt das? 10 wiegt das. Ah, ich könnte jetzt 2 rausschmeißen. Dann würde es gehen. Na tolle Wurst. So, ich muss einfach noch mehr Pfeile verschießen. Was ist das? Todeskito-Disp. Kein Platz im Inventar. Aha. Hier kommen, die haben wir doch zuhauf. So, das ist einfach nur ein Stein. Hier hinten haben wir noch eine Kiste. Die war ich aber schon plündern. Hier ist noch eine Kiste. Gut, ja, so. Ich markiere mir das mal schnell. So. Das ist ein Dorf. Jetzt mal heute ohne Spitznamen. Ich weiß, Asche auf mein Haupt ist immer das Gleiche. So, also, oh mein Gott. Wir müssen... Was war denn das? Hallo, guten Tag. Ich kommen Sie doch rein. Ich habe extra hier Feuerchen ist an. Alles überhaupt kein Problem. So, Nummer... Na komm, du bist ja da. Du willst es doch auch. Komm, hier. Ach, herrlich. So, und hier der letzte. Und die Ausdauer ist ausgezeichnet. Reicht gerade noch so. Ah. Ausdauer. Hallo. Hallo, Ausdauer. Hi, old friend. I come to talk to you again. Da ist er wieder. Ja, geil. Siehste, lässt mich nicht im Stich. So, ein paar Münzen. Münzen. Hier ist noch eine Kiste. Hier sind noch mehr Münzen. Ich würde bezweifeln, dass wir das mitnehmen können. 3, doch können wir. Geil. Hier ist noch ein Stachel. Den können wir auch noch mitnehmen. Und dann sind wir hier am... Ist das das Ende der Insel? Ich muss noch mal kurz... Nein. Da hinten. Holla, die Walwee. Was ist denn das für eine Insel? Da hinten geht es noch ewig weiter. Oder? Hier ist so eine kleine Landzunge. Kleine Insel. Müssen wir rüberschwimmen. Kann das sein, dass hier ein fetter. Da ist noch ein riesiger, fetter Monsterberg da hinten. Und da drüben geht es auch noch ewig und 3 Tage weiter. Holla, die Waldfee. Jo. Spannend. Spannend. Ich würde sagen. Oder? Ja. Weiß ich nicht. Ich könnte ja mal, machen wir es einfach so, ich könnte ja mal auf eigene Faust, könnte ich ja mal zurückrennen, ja? Zeug und Kram ausladen. Vielleicht komme ich hier sogar mit dem Boot hin. Mal gucken. Beziehungsweise... Nö, nicht mit Boot. Ich will mir mal das große Boot bauen. Dafür müssen wir dann zu Hause, müssen wir ja noch ein bisschen aufstocken. Der Steg ist schrecklich kurz quasi und unser Parkplatz, ja. Dann müssen wir noch ein bisschen ausbauen. Ich würde sagen, ich renne aber trotzdem mal zurück, lade mal ein bisschen aus und dann sehen wir uns... quasi morgen, allerdings mit leeren Taschen, sehen wir uns denn wieder hier an dieser Stelle. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Und dann können wir nochmal wieder ein bisschen erforschen gehen. Ein bisschen metzeln und schnetzeln, aber vor allen Dingen mal ein bisschen erforschen.
Ja, wir können also ein bisschen gespannt sein. Ja, ich. Was zum Teufel? Ich dachte, das ist ein komisches. Okay, gut, ja. Ich dachte, weiß ich nicht. Merkwürdige Rücken einer riesigen Schlange oder einer Schildkröte oder was auch immer. Dahin. Es ist, wir werden. In der Dunkelheit sehen die Sachen immer ein bisschen komisch aus. So, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal.